Et voilà, da ist es schon, Leute. Unser Ei Nummer Uno heute für den heutigen Tag. Mal gucken, ob wir noch eins bekommen. Aber erstmal machen wir dieses Ei auf. So. Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Part von Pokémon Storm Silver Edition, guys. Wir sind jetzt hier in Viola, nein. Wir sind jetzt hier in Teak City angekommen, Leute, und wow, das war ein Weg, Leute, das war ein Weg. Es war nicht einfach der easy peasy Weg. Nein, Leute, es war ein steiniger Weg. Wir haben sehr viel verloren auf diesem Weg. Wir haben Pokémon verloren aus unserem Team. Und wir haben meine Würde ebenfalls verloren. Das alles, Leute, habt ihr im letzten Part verpasst. Schaut auf jeden Fall vorbei, wie gesagt, gerne. Hat mich sehr gefreut, der Part kam sehr gut bei euch an. Der Part hat jetzt schon, glaube ich, 700 Likes nach ungefähr 2-3 Stunden. Irrer Support, freut mich des Todes, gibt mir einen richtigen Motivationsschub, Leute. Heute habe ich Urlaub, beziehungsweise den heutigen Tag habe ich immer Urlaub. Hab mir gedacht, so, ich nehme mir heute mal ein bisschen Zeit für die Community. Ich weiß nicht, ob heute 2 Videos kommen oder ob dieses Video an einem anderen Tag kommt. Werde ich sehen. Aber auf jeden Fall habe ich was richtig Nice für euch geplant. Schaut auf jeden Fall mal auf dem Kanal vorbei. Das Video kam gestern oder heute. Und zwar habe ich, ich kann immer mal ein Ei schon mal rausholen, was ich hier mal nicht schlüpfen lassen werde, ein Abo-Special mir ausgedacht, wo ihr mitmachen könnt. Deswegen, macht auf jeden Fall mit, wenn ihr treuer Abonnent seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder was mit euch. Und keine Ahnung. Ja, Leute, hier sind die beiden Opfer, Staravia und Black, die. Lange haben sie nicht überlebt. Aber Leute, da wir eh nur einen Encounter haben von unserem Stadler, the Red-Nosed Reindeer, hittet meine Pokémon Critly und er crittet gerne so ein Huren. Ja, dieses Pokémon, aka Adam Sandler Standler, war ein Encounter. Das heißt, wir können uns das Pokémon nehmen, aber Leute, ich nehme mir Chimchar ins Team. Ganz einfach, warum nicht mit Chimchar ins Team und ist nicht Prometheus? Ganz einfach, Leute, guckt euch dieses Biest an. Thunder Punch, Fire Punch, Vassale und Slag Off. Und Iron Fist als Fähigkeit. Adamant Nature, dieses Ding wird als Panferno alles wrecken. Es wird alles wrecken. So, Leute. Und weil sich es viele gewünscht haben, dachte ich mir, wir machen heute mal ein Instagram-Ei, Leute. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, Snapchat, Twitter, da werde ich immer wieder Eier raushauen. Heute mal ein Insta-Ei, Leute. Gerade auf Insta bin ich auch sehr aktiv, genauso wie auf Snapchat, da könnt ihr mir gerne folgen. Twitter, na, geht so, versuche ich auch ein bisschen aktiver zu sein, aber ich mache jetzt mal ein Instagram-Ei. Und da haben wir auch schon einen Gewinner, Leute, nach 28 Sekunden, da seht ihr den Post. Und zwar The Zero of Time Fanpage. Vor 18 Sekunden, deswegen werde ich den Beitrag auch wieder löschen. Oder soll ich ihn löschen oder soll ich ihn einfach da behalten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse ihn einfach mal da. Warum nicht? Deswegen nehmen wir Ei Nummer 18. Ich hoffe mal, das ist ein Ei, was noch nicht hier belegt wurde. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier 6 Eier. So, 6, 12, 18. Das heißt, wir müssen das letzte Ei nehmen. Es heißt Mike. Ein Ei, das Mike heißt. Mike, fühl dich gegrüßt. Danke, dass du dabei bist. Und ich fand's mega witzig. Ich habe da auch gestern das mit dem Dinosaurier gemacht. Nee, heute war es ja heute. Für euch wahrscheinlich gestern oder vorgestern. Und die Fanpages sind alle ausgerastet. Guckt euch mal auf jeden Fall die Verlinkung an. Irre witzig, Leute. Aber ihr kennt es, ihr liebt es. Wir steigen auf unser Bicycle, 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 Leute. Und jetzt 3, 2, 1. Et voilà. Shadows, I'm walking to the light. Yeah, it's
Et voilà, da ist es schon, Leute. Unser Ei Nummer Uno heute für den heutigen Tag. Mal gucken, ob wir heute noch eins bekommen. Aber erstmal machen wir dieses Ei auf. So. Lapras, das ist nice. Ich mag Lapras sehr, sehr gerne. Das ist ein klasse Pokémon. Typ Wasser gefällt mir sehr. Und dann noch mit dem Namen Mike Tyson. Nein, Spaß. Nennen wir es Mike. Mike, der trägt nur Nike. Oh mein Gott, der Flachwitze-King ist on Flick. Nee, aber Wasser-Pokémon, das freut mich sehr. Wasser-Eis, sehr, sehr geile Typenkombination. Ich feile ab, was ist Todes, wie gesagt. Na, wir haben jetzt... Okay, das Wesen ist in Ordnung. Shell-Armor, das heißt, wir können nicht gecrittet werden, was sehr, sehr gut ist. Haben wir sonst keine guten Moves? Water-Gun ist in Ordnung. Aber wir haben noch Moves wie zum Beispiel Aquavelle, was wir raufpacken können. Falls wir Eisstrahl sowas bekommen, können wir es raufschmeißen. Sehr, sehr gut, gefällt mir. Haben wir sonst noch irgendwas? Wir haben Water Pulse, wie gesagt, schon. Und das war's auch schon. Aber egal, Leute, ich werde die beiden Pokémon hier kurz ins Team integrieren. Wir sehen uns gleich wieder nach einem Cut von 3, 2, 1, go! Und da entwickelt sich auch schon Chimchar, Leute, zu Panpyro. Eines meiner absoluten Lieblings-Feuerkampf-Pokémon. Warum? Ich feiere es einfach. Guckt euch mal einfach die Gesichtsbemalung an, die Pose. Einfach mega cool, ich liebe es einfach. Ich finde Panflam, beziehungsweise Panferno. Oh, Mach Punch. Geil, den M auf jeden Fall. Schöner Step-Move, der auch noch Priorität hat. Dieses Ding wird so reinknallen, Leute. Das wird so heftig. Ich mach Fassade weg. Eigentlich haben die perfekten Moves. Wir haben Thunder Punch für Wassertypen und Flugtypen, die uns sehr gefährlich werden können, weil das beides Pokémon sind, die uns sehr effektiv treffen. Dann haben wir Fire Punch, der Step kriegt, Mach Punch, der Step kriegt und Slack auf, um uns jeweils zu heilen. Also besser geht's einfach nicht, Leute. So, Leute, wir sind fertig. Wir gucken uns mal ganz kurz die Stats von den jeweiligen Pokes an. Wow. Einfach wow. Also, das Ding habe ich mich schon verliebt, Alter. Grottenolm! Iron Fist, Alter. Dieses Ding ist krass as fuck einfach. Gefällt mir stark. Gefällt mir stark. Unsere Geheimwaffe würde ich schon fast sagen. Wir haben zwar ein Feuer-Pokémon, aber es ist Feuerkampf. Ist ja nicht so, dass wir schon ein Kampf-Pokémon haben mit Garmi, aber es ist was Spezielles, Leute. Es ist was Spezielles. Dazu haben wir jetzt ein Wasser-Eis-Pokémon. Freut mich sehr, dass wir sowas dabei haben. Und ganz coole Sache ist mal, Leute, ihr könnt mal wieder Fanarts raushauen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich muss gerade gucken, ob ich unten in der Facecam bin. Und vielleicht seht ihr es schon. Ich habe dort hinten, wartet, vielleicht seht ihr das. Nicht da, warte, vielleicht sieht man das da. Professionell as fuck, ich weiß. Hier sieht man nicht. Man sieht es nicht. Ich habe da auf jeden Fall eine neue Lampe stehen. Da ist eine neue Lampe. Und die soll mir eigentlich geileres Licht machen. Ich werde die heute Abend mal dahin machen. Dann habe ich so einen Lichtpegel in den Auge. In den Auge, genau. In meinem Auge natürlich. Ja, mal schauen, wie das wird. Wir können mal die Kimono-Girls herausfordern in dem heutigen Part. Warum nicht? Bisschen Laberababa-Part, Leute. Ich habe heute Bock, mit euch zu reden. Keine Ahnung, mache ich mal des Öfteren gerne einfach, weil ich merke so einfach, weiß ich nicht, so YouTuber, die distanzieren sich von ihrer Community und hauen nur noch so tausende Sachen raus. Und der Typ, der dreht sich einfach wie ein Brummkleisel. Was geht ab mit dir, Alter? Lass die Girls in Ruhe, Junge! Warum habe ich mich eigentlich um ihn gedreht gerade? Habe ich ihn so verarscht oder was? Junge! What you gotta do when I round on you? Round on you. War das richtig? War das richtig? Ich weiß es nicht. Confing gegen Prizzy 25. Alter, die sind echt high vom Level her. Wir faken mal ein bisschen erstmal. Gibt's einen kleinen Flinch. Sehr, sehr nice. Return sollte relativ guten Damage drücken, oder? Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, es ist relativ guter Damage. Nee, mir ist einfach aufgefallen, nur mehrere YouTuber, die... Weiß ich nicht. Also, ich habe mir da so manchen Content mal angeguckt von diversen YouTubern und mir ist so in den Augen gestochen, so, Alter. Ich würde mich damit nicht identifizieren können, so auf gut Deutsch. Keine Ahnung. Ich würde damit nicht klarkommen. Also, was andere YouTuber derzeit machen, das ist echt nicht so meine Sache. Aber ich habe auch richtig nice Sachen geplant, Leute. Gute Sachen. Und zum Beispiel dieses Arc-Ding, ne? Das waren jetzt ein paar Parts. Ich weiß nicht, ob ich es weiterführen werde. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Werde ich nach dem sehen. Vielleicht werde ich das mit anderen Spielen ebenfalls machen. Dass ich die so 4-5 Parts anzocke und dann einfach so was Neues mache. Damit ich halt ein bisschen Variation auf dem Kanal habe. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht mehr aufgeheilt hier. Nice. Wir können mal Mike nach vorne setzen. Kriege ich jetzt irgendwas geschenkt hier? Ja, ich bin Zero, korrekt. Kein Ding. Ich muss hier gar nicht kämpfen, wie es aussieht. Okay. Ich dachte, hier ist das jetzt mit den ganzen Evolis. Aber, nö. Ich glaube, man kriegt Surfer jetzt. Kann das sein? Kann das sein? Could it be?
Nice, das haben wir auch schon eine super Sniper-Attacke hier auf unseren guten Mike. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dann haben wir doch hier auf jeden Fall alles richtig gemacht, weil das hätte ich bestimmt vergessen gehabt irgendwann, wenn wir es gebraucht hätten, aber egal. So, nehmen wir ganz kurz Surfer. Und ja, Leute, wie gesagt, ihr könnt mal gerne auch Tipps und sonstiges in die Kommentare hauen. Deswegen, gerade aus der Switch, ich weiß nicht, ob ich was zur Switch machen werde, weil es ist halt nicht mein Theme, wisst ihr? Es ist halt so eine Sache, viele sagen sich so, man kann auch zocken, was man will auf seinem Kanal. Finde ich jetzt nicht. RTL könnte auch auf ihren Kanal Sport zeigen oder weiß was ich, wenn sie eigentlich mitten im Leben ausstrahlen. Aber es würde mich nicht interessieren, wisst ihr? Ich kann auch so mit der Switch zocken oder sonst was. Ich muss das nicht unbedingt aufnehmen oder sowas. Außer ihr wollt es jetzt des Todes überhaupt, dann sagt ihr euch, ja, Zero, komm, wir wollen das, zeig uns das. Dann werde ich es vielleicht mal machen. Aber ich werde mir da auch jetzt keinen Stress machen oder so. Ich habe meine Projekte und... Gut, Leute, wir gehen erstmal in den Zinnturm rein. Denn im Zinnturm gibt es heute 1, 2 Hunderüs. Und diese Hunderüs werden wir aufwecken. Oh, der Gute ist auch hier? Also Eugene und Kai... Nee, nicht Kai. Wie hieß er denn? Wie hieß er nochmal, der Boy? Wie hieß der Boy noch? Fuck! Keine Ahnung. Ich habe seinen Namen vergessen. Willst du kämpfen? Nee, du willst nicht kämpfen. Wie heißt du? Morty! Ne, der hat irgendeinen anderen auf Deutsch. Der hieß irgendwie ganz stupide Deutsch. Sven, glaube ich, auf Deutsch. Hieß er nicht Sven? Ich meine schon, der hieß Sven. Aber egal, unser Team ist nicht aufgeheilt. Wir hauen mal ganz kurz einen Potion rein, Leute. Ich habe jetzt keinen Bock, zum Supermarkt zu rennen oder sonst was. Das gute Water haben wir noch hier, ne? Das gute Fresh Water. Trinkt viel Wasser, Leute. Es ist gesund. Oh, wir sind aber nicht ganz vollgetrunken. Von daher nochmal ein Fresh Water. Wenn wir kämpfen vielleicht gegen unseren Rivalen. Und dann sollten wir, ja komm, eine Limonade, Leute. Für ein bisschen Zucker hier nochmal. Alles rein hier in die guten Pokémon. Und dann würde ich sagen, jetten wir los. Mike, Debüt gegen Pfaff. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst es. Wenn Pfaff ein Pokémon für mich tötet, darf er mir ein Ei auf den Kopf hauen. Ich hoffe, du hörst das, mein Freund. Ne? Du Hund. Und wenn du mein Pokémon tötest, werde ich dich anrufen und dann werde ich dich richtig ankacken, ey. Da bin ich auch mal drauf gespannt, wie er dann reagieren wird. Rivale Pfaff, Murkrow. Wir sind Typ Eis, Wasser, das heißt, wir haben, wenn wir eine Eisattacke hätten, was wir, glaube ich, haben, mit Eisschad sogar, einen heftigen Vorteil. Wir machen erstmal einen Surfer, damit sollten wir das Ding sehr gut ankratzen, wirklich sehr gut ankratzen. Ich glaube, so gelben Bereich und dann können wir Eisschad finishen, weil Step bekommt. Das habe ich doch. Ich kann das so langsam einkalkulieren, finde ich echt nice. Eisschad sollte töten, es kriegt Step, es ist sehr effektiv, es ist Priorität. Wir haben letztlich den besten Angriff, aber es sollte eigentlich lang. Jawohl. Mua. Mike, Alter, du bist doch schon eine Maschine. Das gefällt mir. Fuck. Nice, nice, nice. Elekett. Nicht das beste Matchup für uns. Mike hat zwar gute Death-Werte, aber das will ich auch nicht riskieren jetzt hier. Von daher gehen wir raus. Ich gucke gerade, auf wen ich raus könnte. Wer hat gute Moves? Wer kann das gut wegstecken mit einer Special Death? Eigentlich hat hier eine gute Special Death. Auf jeden Fall der gute Gami. Aber er kann mit Funkensprung, Donnerschlag und was angreifen. Und daher ist das nicht die Option, die ich gehen will. Prizzy hat sehr, sehr krasse Death. Wir können nicht paralysiert werden, was der beste Counter dagegen ist. Wir gehen auf Prizzy. Sind zwar ein bisschen overlevelt mit 3 Level, aber... Komm. Die Prizzy, die zwinkert uns hier noch zu. So. Low Kick. Oh, no. Predicted as Fug, sagt er sich. Predicted as Fug. Wir gehen für einen Fake-Out erstmal. Erstmal ein bisschen faken. Wir kriegen auch keine Statik ab, wie gesagt, durch Limber. Und daher brauchen wir da gar keine Angst haben. Gehen auf den Return. Return soll zu 100% killen. Weil Prizzy einfach ein absolutes Monster ist. Feierabend, Leute, da brauchen wir auch nichts zu sagen. Und wir kriegen sehr, sehr gute EP. Sehr, sehr gute EP. Haunter! Du kleiner Schlawiner, du Alter. Da weiß ganz genau, dass ich da nichts gegen machen kann. Hat er Wegsperre, Wegsperremere? Nee, hat er nicht. Wir gehen auf Gillette. Warum gehen wir auf Gillette? Ich weiß es echt nicht. Aber wir haben Night Slash. Wir haben Night Slash, das war's. Wir haben Night Slash, was sehr, sehr gut ist. Confusion, das wird uns nicht davon abhalten, anzugreifen. Auf keinen, Alter. Night Slashery! Sucker Punch, okay. Ich mach das. Nicht viel. Nicht viel. Und ich bin mit der Beleuchtung schon echt krass zufrieden. Seht ihr das? Wir haben jetzt keine Lichtschwankung mehr, keinen großartigen Schatten oder sowas mehr. Wenn ich das hier nach vorne mache, natürlich. Aber so geht's eigentlich voll klar. Deswegen, dafür, dass das nur eine Webcam ist, ich will eigentlich meine Canon hier dahin bald setzen. Aber ob ich das machen werde, weiß ich nicht. Deswegen, das ist viel zu viel Arbeit eigentlich, weil ich kenne schnell das über 10-Minuten-Videos. Das müsste ich generell da reinschneiden irgendwie. Und ich weiß, der Boy kann Eiszahn. Oh, fuck. Wir gehen für einen U-Turn. Ich
hab da Angst vor. Oh, scheiße, ich bin verwirrt. Woo, Alter, Verwirrung plus Eiszahn. Und vielleicht coole Crit-Chancen oder sowas. Hätte mich vielleicht getötet, ey. Aber wir kriegen den Crit. Bam. Deswegen, ihr wisst ja, ne, meine Beine werden rasiert, sobald Gillette tot ist. Das ist nicht so cool. Wir gehen raus auf Garmi, sollte safe sein. Kommt der Eiszahn? Fucking Eiszahn. Scary face. What the fuck, guy? Was tust du da? Hat er schon predicted so, der hat sich die KI vom NPC was anderes dann gedacht. Wir gehen vom Force Palm. Wieder Scary Face. Okay, okay. Bam. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Let's Pokémon Kadabra. Abracadabra, Simsalabim, Alter. Okay. Pokémon. Eigentlich ist Gillette wieder stabil. Ich weiß aber nicht. Outspeeden sollten wir. Ich weiß aber. Na, das ist halt jetzt gerade. Ich muss eigentlich auf Gillette gehen. Wir haben nämlich nicht die schlechtesten Def-Werte. Was ist das denn, Alter? Miracle Eye? Was ist das denn, Alter? Die Attacke kenne ich gar nicht. Aber okay! Hat it failed? Was hat gefailed, Alter? Bist du ein Failer? Wenn jetzt irgendeine Attacke kommt und ich instant sterbe, ne, dann sterben meine Beine auch. Beziehungsweise meine Haare an den Beinen. Ich habe übelst Muskelkater an den Beinen. Aber ich will hier nicht rumheulen, Leute. Ich weine immer mein Aufwand. Das Pfaff wurde besiegt. Ich würde sagen, wir rufen den guten Boy mal an. Er hat mir gerade geschrieben. Er schreibt, ich war einfach nur hässlich. Perfekt. Ich habe ihm gerade ein wunderschönes Bild geschickt. So, pass auf. Ich rufe den Boy jetzt an, Leute. Hey, Mr. Pfaff, wie geht es Ihnen? Sie haben gerade einen Kampf gegen mich verloren. Wir wollen jetzt hier kurz die traurigen Worte von Ihnen hören, was Sie dazu zu sagen haben. Oh, belastend, ne? Belastend? Sonst alles klar, ja? Ja, geht so. Immer noch krank? Was? Immer noch krank? Jo, mach's gut. Willst du noch irgendwas sagen? Was willst du? Na, irgendwas Nettes, Liebes so. An wen? Ja, mein, ist ja gerade hier noch eine Aufnahme auch, ne? So. Ja. Nö, eigentlich nicht. Okay, dann verpiss dich. Dass du mir sein Nettes gewusst hast. Danke, ich dich auch. Das war der gute Pfaff, Leute. Ihr kennt ihn und liebt ihn. Anders kennt man ihn gar nicht. Der ist krank zu Hause. Ich hab gedacht, ich munter ihn ein bisschen auf. Ein paar aufmunternde Worte, ne, von einem Kumpel. Muss auch mal sein. Nee, ich habe auch ein bisschen länger mit dem Guten geschnackt. Jetzt nicht denken, so, ich habe nur Hallo oder so gesagt. So war es nicht. So, wir sind hier immer noch im Burn Tower. Dürfen hier ebenfalls ein Pokémon fangen. Werden wir auch machen. Oh yeah. Und eins von den drei Biestern, da will ich haben. Ohne Witz, Leute. Wegen diesem Moment hier habe ich damals Silbergold geliebt. Entei Raikou Suicune. Das war so eine krasse Neuerung einfach, ey. Ich hab's geliebt, ey. Und jetzt ist er voll Feuer und Flamme um Suicune, weil er das gesehen hat. Oh mein Gott, es ist vor mir weggelaufen. Oh mein Gott, es ist an mir vorbeigezischt. Jetzt muss ich mein ganzes Leben dafür geben und Suicune jagen. Okay. Kein Problem, no problem. So, Leute, Encounter Nummer Uno. Dürfen wir dieses Pokémon fangen? Das Ding kann Finale. Nicht cool. Wir haben auch nicht allzu viele Pokébälle, wollt ihr mich verarschen. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Mann, Surfer, sollte er tanken, der gute Special Dev, der Boy. Ups. Da hat sich gerade der Encounter von selbst hier nicht gesehen. Ich habe das Licht abgestellt gehabt, deswegen sah das hier gerade ganz nicht so geil aus. Ich habe den guten Boy Pfaff nämlich immer Licht aus so ein bisschen, keine Ahnung, ich finde, kennt ihr das? Ihr läuft durchs Haus irgendwie beim Telefonieren? Ich bin von da nach da die ganze Zeit hingelaufen, habe alles Mögliche angefasst und angegrabbelt und alles. Sehr, sehr strange. Egal. Leider kein Account auf der Route. Ich habe mich verschätzt. Pokémon Experte Zero. So leid, wie er leibt und lebt, ne? Also, ihr kennt das nicht anders. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Wir sind hier immer noch bei Teak City. Und Teak City ist eine wunderbare City, Leute.
Nee, aber wir sollten heute mal ein bisschen was schaffen, würde ich sagen. Wir haben noch ein paar Routen, die auf uns warten, wo wir noch Encounter bekommen könnten, aber ob wir die heute einlösen werden, weiß ich nicht, Leute. Absolut nicht, deswegen mal schauen. Ich werde heute noch ins Fitnessstudio gehen, ganz spontan habe ich das entschieden. Ganz spontan habe ich das entschieden, vorhin, vor 10 Minuten. Einfach mal ein bisschen chillen, ein bisschen abschalten, Leute. Kann ich nur jedem empfehlen, wie gesagt. Ist vielleicht nicht so die geilste Beschäftigung, aber wenn man das so kontinuierlich trainiert, dann macht man das mal. So, wir gehen auf unser Bicycle und dann fahren wir ein bisschen. So, auf die Route nebenan, denn dort befindet sich... Dürfen wir nicht lang? Nein, ich bin ein Tourist. Ja, ich bin... Nein, Burn Bell Tower, so. Ich darf noch nicht dahin. Immer noch nicht. Sehr gut. Das heißt, ich muss jetzt hier hin, oder was? Aber hier ist doch nichts. Hä? Soll ich mir noch den Tower angucken und die Arena? Oh, ach so, und die Arena wahrscheinlich, ne? Also ich könnte hier auch ein Pokémon fangen. Da bei dem See. Das wäre auch ein Encounter und den könnte ich auch safe fangen. Das heißt, aber ob wir das jetzt schon machen, weiß ich noch nicht. So, wir sind in der Arena schon, ey. Alter, das geht ja Schlag auf Schlag. In der Arena wird auf jeden Fall Gillette gut EP farmen. Weil Night Slash OP. Und vielleicht, seht ihr das? Dieses Rätsel ist ein bisschen überflüssig, oder? Also, wenn man das so sieht, diese schwarzen Kästen. Oh mein Gott, die sind so gefährlich. Ja, das haben die bei Storm Silver etwas vereinfacht. Na, Oma, Georginia! Zero slappt die Omas jetzt heute weg. Zero geht in Altersheim, dann haut er die ganzen Omas alle kaputt, Leute. Das ist mein Motto, das mache ich einfach so, wisst ihr. Dann setze ich mich da so hin bei Theresa und Waltraud, meiner guten Freundin. Dann setzen wir uns da hin, trinken genüsslichen Kaffee und dann, jo. Und dann hau ich die weg, so einfach. Klatsch, dann gibt's ein paar Schellen von dem Boss Zero. Ja, Zero 22, haut gerne Omas, Leute. Was will man tun, ne? Könnt ihr gerne wieder Memes von machen, wenn ihr wollt. Ich werde jetzt hier keinen einblenden. Bin heute einfach ein bisschen zu faul. So, Schappett, vollgerotztes Tempo-Taschentuch. Auch weg. Das sollte eins kein Problem sein, ey. Wir sind vom Level her gar nicht so overlevelt, seht ihr? 26 sind die Pokémon in der Arena. Das heißt... Der Arena-Leiter wird safe 28, 29 haben. Das heißt, ich werde ihn heute nicht mehr machen. Das heißt, ich werde leveln müssen. Ich werde leveln müssen. Shadow Sneak. Ganz sneakiger Boy hier. Da muss ich aufpassen hier. Die ganzen Geist-Pokémon sind alle sneakig, Leute. Aber kein Ding. Für den King. 30 Minuten nehme ich schon auf. Davon 10 Minuten vielleicht. Gelaber mit Farf. Ja, so ein ganz bisschen. Wir haben noch zwei Trainer, Leute. Deswegen, ich bin nicht der Schnellste, aber ich mache eigentlich ganz unterhaltsame Videos, wie ich finde. Oh, da ist die Kerze ausgegangen. Krasse Tusse, Alter. Krasse Tusse. Not sure you're off your way. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, wo ich lang soll, weil das Spiel mir alles verrät, Madame. Sehr, sehr sicher bin ich mit Grace. Grace mit Hunter. Hallo, Hunter. Das ist Gillette. Magst du Gillette? Gillette wird jetzt rasieren. Sucker Punch, ey. Die haben alle so geile Prioritätsmoves. Die machen zwar keinen Damage, aber ey, die haben Prioritätsmoves, ey. Muss man ehrlich aufpassen. Vor allem, wenn man dann keinen Prioritätsmove abbekommt, wenn man denkt, man bekommt einen ab, weil man fast am Sterben ist, dann machen die bestimmt irgendwas sehr Effektives und stirbt irgendwas, ey. Das wird wahrscheinlich so... Boah, so Beerus, Alter. So ein Beerus, du bist krass. Du bist echt krass. Ich mach einen U-Turn mal. Fake Out! Ah, Flinch. Oh, was macht das für... Du hast echt hässliche Taktiken zum Iris, Alter. Detect, Shadow Sneak. Das ist echt ein scheiß fucking Move Pool, Alter, ey. Und Priorität scheiße. Wie viel machen wir? Hälfte? Hälfte ist in Ordnung. Hälfte ist vollkommen in Ordnung. So. Erst zu dem Feuer. Ich würde sagen, wir droppen mal wieder einen Draco, wa? Haben wir lange nicht mehr, von daher... Erstmal auf Speed of the Boy, natürlich. Ganz, ganz klar. Macht aber nicht so. Wow! Junge! Ob du mich verarschen willst. Ob du mich verarschen willst, Alter. Crit Shadow Sneak zieht einfach mal 50% ab. Wir müssen leveln, Leute. Wir müssen leveln. Definitiv dativ. Shit, Alter. Grace! Dich werde ich nicht mehr zum Kuchen und Kaffee einladen in meinem Altersheim, ne? Also, so geht's nicht. So geht's nicht, Madame. Aber, Leute! Ich werde den heutigen Part erstmal beenden. Ja! Traurig, aber wahr! Das war's schon! Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen, Leute. Kleiner, knackiger Part.
Wenn ja, unterstützt mich, den Kanal und natürlich die Zero Unity mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Natürlich auch mit einem Kommentar, Leute. Ich werde heute Abend, heute habe ich sehr viel Zeit, die Eier, die ihr mir alle per Web geschickt habt, jetzt nach 20 Parts fast, alle in das Spiel integrieren und mit der Box werden wir nächstes Mal weitermachen erstmal. Ich werde die anderen Pokémon wieder neu sortieren auf neue Boxen und dann werden wir mal schauen, was wir machen. Leute, vielen Tag, euch noch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal, ciao, euer Zero.